herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute sind wir in Amerika. Herzlich willkommen. Heute sind wir in Amerika und gucken, was wir hier Schönes sehen, ne? Was sagst du zum Parkplatz? Parkplatz ist groß und kostenlos. Kostenlos, ne? Ja. Was sind wir hier gelandet? Wie ihr sehen könnt, ist auf der rechten Hand der große Parkplatz. Dahinter, der ist kostenlos, der große Parkplatz. Und dahinter sind noch mehr Parkplätze, so wie ich es gesehen habe. Ob sie was kosten, kann ich nicht sagen, aber der größere hier ist kostenlos. Bei uns ist eine Bäckerei. Und hier sind die Schildchen, wo wir hier können, wo wir lang gehen können. Und Bänke. Viele, viele Bänke. Hast du hier Schönes gesehen? Ja. Was ist das hier? Heute ist es windig und regnerisch, ja? Ja. Aber wir haben die richtigen Klamotten dabei. Du weißt ja. Zeig mal. Guck mal, ein bisschen spazieren, ne? Wenn ihr muss ein bisschen sich erleichtern, ne? Ja. Das ist hier eine Wassertreppe, ja. Aber die Steine sind hier ein bisschen zu nass. Ich will nichts riskieren, ja. Sonst würde ich da. Heute ist stürmisch. Bekommt ihr einen neuen Sturm? Ja, ich weiß nicht, müssen wir auf die Nachrichten schauen, ne? Oder gleich einschalten, ne? Weil es wirkt richtig schlimm, ne? Ja. Es ist windig, ja? Schlimmer als ein Allgäu, oder? Genau. Ich hoffe, es ist was zu hören, ja, wie der Wind hier am Pfeifen ist oder war.
Was versteckst du da? Ah, das ist eine Erleichterung, ja? Wenn ich hier sitze, ja, und es trocken ist, ja, dann kann ich mich hier hochheben. Ja, halten und mich hochziehen, richtig? So sehe ich das zum ersten Mal, du? Ja, ich glaube. Okay. Da ist Campingplatz. Ja. Amerika Campingplatz. Ja, aber ich glaube, ja, das ist Tower Camping, ne? Ja. Was meinst du? Meine ich auch. Da in weiter Entfernung sieht ihr, dass da auch noch ein Campingplatz ist. Ja? So. Jetzt gehen wir mal auf die andere Straßenseite, gucken, ob auf nichts kommt oder kein Auto kommt, fährt, ja. Und dann machen wir die weiter noch. Bio-Enten von Amecke. Wenn ihr Vogelliebhaber seid, kommentiert, kommt vorbei, schaut es euch an. Bio-Ente in Amecke. Da schwimmen sie. Auf dem Weg hierhin hast du was gesehen, ne? Ja, das waren diese Fischreiher. Fischreiher hast du gesehen, ja. Ne? Da waren richtig viele, ne? Ja. Also ich glaube, da waren so 10, 20 Stück auf einer Wiese. Das war viel. Das waren viele, sage ich. Ja, 10, 20 Stück ungefähr, ne? Ja. Das sind die Bio-Enten, wie sie meinte, ja? Das langgesummt.
Wieso Pedalsperre? Ich habe davon ein Foto gemacht, könnt ihr pausieren und euch durchlesen, durchschauen. Hier sind die Wegweiser. In einem der Videos waren wir Langstein-Ost gefahren. Jetzt sind wir hier in Amecke. Genau, Amecke, da laufen wir jetzt wieder zurück. Hier etwas für die Radler unter euch. Ich mache davon auch, wie gesagt, ein Foto, ja. Könnt ihr euch durchlesen. Ich glaube, das ist hier die, wo wir jetzt hingehen, ja? Ich glaube, das ist die Anlegestelle von der Fähre, die wir gesehen haben, ne? In Langstedt, oder? Was meinst du? Ja, hier eben. Vielleicht stehen die Preise da, was es kostet. Gucken wir. Ja, wir werden, glaube ich, werden wir gleich gucken, ne? Ja. Wie gesagt, hier der rechte Weg führt euch zum, nach Langstedt, zum Ostufer, wie es auf dem Schild ausgeschildert war, ja? Und jetzt gehen wir hier runter. Ja. Da könnt ihr die Brücke sehen. Wie ich mir gedacht habe, ist hier die Anlagestelle. Ich mache ein Foto davon. Hast du was gesehen? Meinst du, hier ist ein Schiff? Personenschifffahrt, so per se, ja? So, ich mache mal gleich auch ein Foto davon, dann könnt ihr euch gleich durchlesen, was da alles steht, ne? Hin- und Rückfahrt. Eine Stunde, Erwachsene 12 Euro, Kinder 6 Euro. Gefällt es dir hier in Amecke, am Solpersee? Am Solpersee in Amecke gefällt mir sehr gut. Ja, wir haben jetzt Glück, ne? Vorhin war es die ganze Zeit geregnet und jetzt, jetzt können wir sagen, es tröpfelt nur leicht, oder? Oder wir haben Glück, es ist fast gar nicht am Regnen, oder? Ja, aber windig. Windig, ne? Pilze hier. Hast
Dank dabei wart. Vielen Dank. Bitte kommentiert und abonniert unseren Kanal. Vielen Dank. Mach Daumen hoch. Von mir auch ein Dankeschön. Und jetzt gehen wir zurück zum Parkplatz und verabschieden uns für heute, ne? Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüssli.